Ich hab da drin voll auf die Fresse bekommen. Da sind Imba-Mobs drin und Weltbosse. Pekatlitz. Und Zeithans. Reiß dich also mal ein bisschen zusammen. Simon klärt das für dich. Simon, ey, du hast ja noch gar nichts gesagt. Hab ich doch gerade, du Arschloch. Ich würde sagen. Ich würde sagen, auf geht's. Oder? Wollen wir rein? Und herzlich willkommen zurück, ihr Guild Wars Fanatiker. Schinkenbrot-Esser. So. Bin satt. Ernsthaft, der Schinkenbrot-Esser? Alles kaputt machen. 58 nee, ist es. Denkt an 58, also bis 18 müssen wir Folge machen. Ich bin 58, ja. Ja. Ich bin ja ein, zwei Jahre schon jünger, älter. Aber Gott. Nee, bis 18, dann haben wir wieder 20 Minuten. Wir müssen ja uns ein bisschen an die Zeit halten, weil sonst wir dürfen uns nicht mehr so endlos gehen lassen. Wobei eigentlich muss ich sagen, wir haben eigentlich relativ, bis auf den einen Mal, wo wir wirklich 40 Minuten aufgenommen haben, haben wir wirklich eigentlich ganz gut hingekriegt, 20 Minuten zu machen. Ha? Also eigentlich machen wir das schon ganz gut. Aber eigentlich auch nicht. Endlich. Oh ey, wir müssen uns mal selbst loben an der Stelle. Hashtag Selbstlob, oder was? Vor allem in dem Moment verirrst du wieder im Hintergrund gleich ein Moped auf der Straße, ne? Echt? Da müssen wir selbst loben. Rum, bum, 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 bum. Ja, auch bei mir im Ort nennt man mich den oder den Soziopathen. Je nachdem, was gerade angesagt ist. Je nachdem, was ich gerade gemacht habe. Ich dachte, man nennt dich Bruder Nasskopf. Auch das. Bruder Nasskopf, Bruder Nasskopf. War mein erstes Kampftrinken, Bobby. What the fuck? I say what and you say fuck. I destroy the little harm thing of the douchebag. Wu-Tang Clan oder was? Ja, das wurde Wu-Tang Clan. Der Wu-Tang Clan, was ist der Wu-Tang Clan? Oder ob es ein Aussichtspunkt. Ich geh mal auch zum Aussichtspunkt, ne? Ah, du bist ja schon auf dem Weg. Mach das mal. Du Arschloch. Den und oben. Du Arschloch. Wurfmann! Ach, du hast nicht. Ich dachte, du bist gesprungen, Simon. Ah, bist du bescheuert? Springen wir hier runter in die Blöcke. Bäh! Ah! Hier komme ich wieder ran. Was war jetzt so witzig, bitte schön? Ich habe nichts gesehen. Ich verstehe nicht, warum sie lacht, mein Herr. Es wird rausgeschnitten. Du bist hinterher gesprungen, oder? Ja, ja, na klar. Ey, irgendwann glauben uns die Leute das eh nicht mehr, dass das zufällig passiert. Ja, das glaubt dir doch keiner, dass du so blöde bist. Ganz. Wobei, ich bin wirklich so dumm. Ja, ich auch, das ist ja das Schlimme. Ich bin jetzt nicht mit Absicht darunter gesprungen. Aber das ist, macht ja unseren Reiz aus. Dass wir Schwerbehinderte sind. Oh, warte mal ganz kurz, der Pfleger kommt rein. Legel. Ah! Das? Das ist ein Champion? Banker! Mich haben sie weggezogen. Banker! Mich haben sie weggezogen. Banker! Mich haben sie weggezogen. Ach, wobei, wir müssen das alte, neue Live-Let's Play machen, weil ich habe so eine coole, ich habe durch einen coolen Sound, den ich mir dann echt auf, als Soundpad nehmen muss, was ich dann nur einspielen kann, weil das Let's Play ist. Das Bankers neue Kleider! Ah. Ach, ja. Banker. Ja. Weil alle irgendwie den Namen nicht lesen können und ich frage mich halt, warum? Warum lest du? Heißt doch Banker! Ja, jetzt in der Zwischenzeit schon. Ja. Explos. Wow, Simon, das hat dich fast getroffen. No risk, no fun. Man nennt mich explosiv. Ich. Das ist keine Reportage. Und ich lebe in der Fast Lane, meine Freunde. Ich bin quasi die Danger. Ich bin die Gefahr. Ey, steck mal deine kleinen Zwiebelstecher da weg. Sonst verletzt du dich noch, mein Junge. Oh, Simon hat heute ganz schön schlechte komm, Laune. Komm, Mann. Wollten wir nicht irgendwann in der Folge mal beim Simon Alter, zu Hause? Toll. Wir wollten doch irgendwann in der Folge auch mal beim Simon zu Hause vorbeischauen. Was ist hier mit dem. Ach, das ist der Schatten. Ich wollte sagen, was ist hier mit dem Lichtlos? Oh, das ist der Schatten von da oben, von dem Dings. Ja. Der Schatten, den ich werfe. Ich weiß nicht, vielleicht in der nächsten Folge schon mal beim Simon in der Bude gehen. Ist nicht. Peinlich.
Was ist dir peinlich, wenn du meine richtige Bude von einem richtigen Kerl siehst, Junge? Ja. Simon. Was ist los, mein Herr? Also drin ist kein Herz. Wollte ich gerade sagen, da stellt sich mir alles auf. Aber das war wieder falsch gut, gekommen. Das ist zum Glück kein Herz, weil sonst hätten wir das Lesen vergessen. Wer zweideutig denkt, hat eindeutig mehr zu lachen. Tut mir leid. Tut mir leid. Komm, lass uns weiter. Tut mir doch leid. Mir tut's auch leid, dass ich dich getan habe. Gar nicht leid, aber verratet ihn. Wir sind Schaufler. Was? Wir werden angegriffen von Kommunisten-Nazis. Kommunisten-Nazis? Von McBain. McBain? Hoffmann? Wer ist McBain? Simon says. Und ich habe jetzt was versteckt in den neueren Folgen von Tomb Raider, also alles, was über 30 geht, glaube ich. Sind jetzt auch ab und an tolle Endscreen-Karten neu versteckt. Und zwar die Random Sexy End-Karten. Jetzt in jedem siebten Ei. Echt? Ach, ich dachte, das ist unser Freund hier, aber nee, ist es noch nicht. Das sieht nur so ähnlich aus. Ducks are the key. Abonnent von uns. Warum soll es ein Abonnent sein? Wir haben keine Abonnenten. Kannst du es wagen? Das sind alles Mods, die ich in China gekauft habe. Das habe ich dir schon mal erzählt. Wird eine Entschuldigungsfolge. Was für eine Entschuldigungsfolge? Gamora. Ach nö, nicht diese Quest. Ach ja, du hast recht. Warum? Warum? Banker! Wollen wir einfach panisch weglaufen? Hey, wir brauchen die ja für die 100%. Du willst 100% in dem Let's Play machen? Ey, die haben die schon. Ne, wir brauchen da 100% mehr. Auf allen Maps willst du 100% alle im Let's Play machen? Wusste ja, was willst du sonst mal? Willst du jetzt hier wieder weggehen und willst. Ja, ach so, ich dachte, du meinst auf allen, du meinst machen? Nur auf der, gut. Ich dachte, du meinst jetzt alle Maps allgemein im. Nee, aber auf denen, wo wir drauf laufen jetzt, ja. Also quasi alle im Laufe des Spiels. Die Jünger der Schneeleopard und Verehren. Ja, keine Ahnung, ob's Let's Play so lang geht. Ihre Schnelligkeit und ihre Schleue. Seid ihr hier, um ihr die Ehre zu kommt auf die Leute an! Verwandelt mich in eine Schneeleopardin, okay. Ja, ich würde sagen, die Story machen wir auf jeden Fall noch durch. Im Let's Play. Da müssen wir auch noch auf 80 kommen. Ja, das, ich glaube schon, mir das Story geht. Das haben wir bestimmt 100 Folgen vor uns. Also die 100 klacken wir locker. Man kann förmlich riechen, dass sich etwas in dem Busch versteckt. Da knurren wir den Busch mal an. Ist der? Nein! Ah, ich habe ihn gekriegt, Moment. Ja, und vielleicht machen wir auch alle Maps auf 100%. Kann man auch vielleicht machen, so nebenbei. Dann in Special-Folgen, wenn wir einfach. Wie gesagt, da müssen wir sehen, wie es läuft. Ja, einfach so nebenbei einfach ein bisschen nerven, wenn wir später dann nach der Story oder so ein bisschen Maps noch vollfahren, ein bisschen doof labern, wenn es die Leute noch interessiert. Quasi so ein bisschen als. Mehr als Quatsch-Folgen. Und nebenbei halt was machen, sowas. So ein bisschen wie wir es bei Minecraft gemacht haben. Weil Minecraft haben wir ja ewig auch nicht mehr weitergemacht in der zweiten Staffel. Ja, das stimmt. Da wäre es halt leichter, wenn wir Server hätten, weil dann könnte man sich das leichter mal zusammen aufnehmen. Das ist die Scheiße halt. Also es ist ja leichter aufzunehmen, weil du kannst halt so einfach was aufnehmen. So muss man sich halt immer zusammenfinden, weil da musst du ja an dem Ort sein für die Aufnahme. Das ist das Problem an der ganzen Sache. Oh, hier raschelt es aber überall. Ich knurre mal den Dörr. Es raschelt im Dickicht. Es raschelt im Dickicht. Welch Tollerei. Ich habe ein Kaninchen getötet. Ich hab dann. Warum? Quah. Unheil. Da fällt mir gerade ein, weißt du, was mir das gerade einfällt, wo du das erwähnst?
Was denn? Was Schönes? Erscheint eigentlich jemals die letzte Episode von Game of Thrones? Ja. Also, das ist doch jetzt schon... Man, ja, das war doch im Sommer irgendwann. Jo. War das nicht im Juni? Da war es doch schön draußen, als ich einen Escher umgebracht... nicht umgebracht habe. Als ich einen Escher umgebracht... Jetzt rückblickend... Du sagst... Jetzt rückblickend betreue ich es immer wieder. Aber eigentlich weiß ich, das war die richtige Entscheidung. Aber ich bereue es trotzdem. Ja, na klar. Das ist dein Mini. Also ich freue... Ich hab's! Ich hab's fertig! Ich auch nicht, weil ich Arschmuskeltraining gemacht habe. Was? Was machst denn du da oben? Hä, wo ist das Vieh hingelaufen? Da läuft's. Ja, ich hasse das. Problem ist, es macht zu viel Damage, oder? Stopp! Oh mein Gott, ich hab gerade mal. Ich hab noch nichts voll, ey. Das wird noch Jahre dauern. Na komm. Warte mal. Komm mal runter, wo ich bin. Ich will das ausprobieren, ob es geht. Weil ich den Moa ziehen kann. Ja, geht, geht. Deck den mal. Macht ja, ne? Ja, es ging auf jeden Fall aufs Herz. Oh, verborgene Schaufler. Oh ja, gut, okay, jetzt. Dann machen wir den Schauflertunnel. Ja, ich grab. Ach ne, ich knurr den an. Du scheiß Schauflerkrabber, Junge, du. Yes. Plattenschaufler, Junge. Der Plattenschaufler. Der Schublattler oder was? Der Schublattler. Aber wobei, in der nächsten Folge könnten wir vielleicht sogar, oder den nächsten könnten wir vielleicht so wieder so weit sein, dass wir fast eine Story machen können, weil dann haben wir ja Level 20 schon. Stimmt. In einer der nächsten Folgen. Vielleicht noch nicht in der nächsten, aber in der nächsten. Oh, ich weiß nicht, ob wir direkt mit der Story weitermachen oder ob wir erstmal hier die Karte auf 100% machen wollen. Frage. Ja, wobei ich glaube. Können die auch 100 machen, also ich kenne die ja irgendwie nicht. Ding. Nee, ich glaube, wir machen Story, weil sonst haben wir dann relativ viel Story hintereinander und nichts anderes drin. Aber wobei, wir haben ja noch genug andere Maps zum Vollen machen. Also, das ist ja nicht das große Problem. Wir müssen ja auch nicht durch die Story hetzen. Das ist ja auch nicht so, dass wir uns hier durchhetzen wollen. Also wir sagen, wir haben nur 100 Folgen, nachdem wir die Story abschließen müssen oder so. Das ist ja auch nicht. Eat it! Just eat it! Eat it? Wer ist diese Edith? Früher war so 2-Dit, ach nee. Das ist ja 3-Dit. Ey, lass ihn in Ruhe. Weißt du, dass mich damals mein Mathelehrer angelogen hat? Warum hast du denn gesagt? Du warst nie 30. Nee, der sagte nämlich, ne? 4 plus 1 ist 5, ne? Und weißt du, was er am nächsten Tag gesagt hat? 3 plus 2 ist 5. Ja, das kenne ich. Ja, was das nun? Was ist nun 5? Nee, die sind sich da noch uneinig. Nee, das ist gelogen, ganz ehrlich, der hat gelogen. Schwein. Just eat it. Da ist ich doch nicht ganz sicher. Komm, hat er gerade gestöhnt, der Schaufler, so. Das sind Menschen, ja, oder? Für den ist das eine sehr erotische Sache. Oh, wie der da steht. Oh, jetzt ist er weg. Event abgeschlossen, Herz noch nicht voll, okay. So, noch ein Busch, dann hab ich's. Ein Busch. Oh, ich hab mich zurückverwandelt, Entschuldigung. Toll. Ihr habt den Schneeleoparden Ehre gemacht und sie mit euren Können beeindruckt. Wenn ihr das nächste Mal in der Gegend seid, schaut beim Schrein vorbei, dann will ich euch die Schätze der Jagd zeigen und mit euch teilen. Ziga, Schamane der Schneeleoparden. Okay, danke. Oh Mann. Brauchst du zufällig eine Hand, ein Gewehr? Stimmt, ultra beschissen. Gut. Ach, kaputt! Ist schon kaputt. Haben wir irgendwas in dem südlichen Bereich unten von Wanderhütten noch? Ich gehe mal auf den Map gucken. Ja, das Viereck muss ich nochmal holen. Welches? Da oben bei dem Schamane, das habe ich noch nicht. Da drüben haben wir alles. Ja! Damit haben wir den Südbereich fertig, oder? Ja. Mhm. Ja. Krass. Hat ja auch nur quasi fast 4 Folgen gedauert.
Das ist so mies. Was? Bahnkolonie. Was? Gollum-Kolonie. Du bist die Gollum-Kolonie. Nehmen wir so einen Schneeleoparden mit. Ich weiß nicht, nächste Woche wieder. Ach, du kannst die auch so. Ach, du musst dich doch gar nicht verwandeln. So hier kitzeln. Ich kann mal die kitzeln. Kann die nicht kitzeln. Will die auch kitzeln. Ja, das geht nur einmal, dann ist, wird's wieder gecoolter. Und mach mal hier drüben so einen, diesen. Spielen. Hallo, kleiner Schwiecherbuddelbär. Und du auch nochmal. Hallo. So, lass uns ja verpissen, schnell. Bevor... Ich weiß ja nicht, ob wir nächstes nochmal aufnehmen wollen. Sims müsste ich mal wieder aufnehmen. Ich muss das Haus mal langsam fertig bauen. Ja, Fenster-Sims. Ja, weil der findet Newcrest. Ja, eigentlich müssten wir mal irgendwann echt mal wieder zusammenfinden, weil wir müssen echt sowas aufnehmen wieder wie Civ oder Life of Brianna und sowas. Welchen Ausrüstung brauchst du jetzt hier noch? Welche Sehenswürdigkeit? Hab ich mir gerade geholt. Wie gesagt, oben bei dem Priester. Das war da, wo wir gerade waren. Wir müssen noch hoch, wo die Leiche liegt. Das stimmt, ja. Nee. Ja, Schrott verkaufen. Schrott verkaufen. Oh, ja. Nicht. Du, also. Außerdem wollten wir auch mal einen Adventure zusammen aufnehmen. Das wollten wir eigentlich auch mal machen. Das ist ein Adventure. Vorbereitet. Nee. Ich brauche eine Transmutationsladen. Ja, das Problem ist halt echt das Zusammenfinden. Das ist das große Problem zurzeit bei uns. Ja, zurzeit ist halt, ne? Ja, nächste Woche ist auch scheiße, weil muss ich Samstag arbeiten. Ja. Mal gucken. I know. Ja, vielleicht in ein, zwei Wochen dann mal. Vielleicht schaffen wir es da mal uns am Wochenende zusammenzusetzen und mal was aufzunehmen, wie Civ und so ein Scheiß. Das wäre ganz cool, ey. Damit wir wissen, Civ beenden können, weil. Alle Handys ausschalten. Ja. Mal Civ beenden, mal ein Adventure aufnehmen. Sowas. Ja, das muss echt mal losgehen. Ich freue mich da schon drauf. Wir sind echt hier bei einem nicht mehr genannten, nicht bösartigen Menschen, der seine Wohnung verwaisen lässt in letzter Zeit, einfach einquartieren und dass er es weiß. Da haben wir Ruhe weg einfach das ganze Wochenende. Da kann man saufen und aufnehmen. Milch trinken und aufnehmen. Ja, oh mein Gott! Ja. Das könnte man eigentlich wirklich machen, was? Ne? Weil wir brauchen ja da keinen. Kein? Mir da egal, du könntest mir da. Wäre ich mal eine Idee. Angeboten hat es mal. Ich bete gerade zu Wuffmann, weil der gerade geflogen ist. Wer hat was angeboten? Uli Wuffmann. Der Mogosan hat wieder was Geiles abgezogen gestern, ey. Nee, wer hat was angeboten? Ach, du meinst mit dem Haus? Mit der Elgato? Ja. Da könnten wir Civ aufnehmen, das Adventure wollten wir aufnehmen. Ich will jetzt nicht sagen, was es wird, aber zumindest sagen, es ist auf jeden Fall ein ziemliches Nerd-Abenteuer. Also wir werden wahrscheinlich lange auf den Bildern festhängen und uns quasi jede Anspielung probieren reinzuziehen und rauszufinden, was es ist. Also wenn wir es kennen. Passt zu uns. Es wird krank. Dann können wir ja mal gucken, dass wir Minecraft machen. Hätte ich auch mal wieder exorbitant Bock drauf auf Minecraft, ganz ehrlich. Ah, schon. Skyrim könnten wir dabei, wobei Skyrim lieber erstmal pausieren, wegen halt Guild Wars als RPG-Hauptprojekt. Aber wenn man Bock hat, und dann mit Elgato mal PlayStation Caption, weil da ist FIFA besser, dann Shooter können wir da zocken. Oder sowas wie Until Dawn könnten wir mal machen, so. So kurze Story-getriebene Spiele. Last of Us. Oh, Last of Us. Last of Us. Last of Us auf Überlebender. Das Endlos-LP. Ich hab's auch schwer geschafft, also könnte ich es auf Überlebender hinkriegen eigentlich. Oh! Wir haben noch zwei Ohren dann, die sehen und hören mehr. Oh, ein Speer. Oh, eine Straßensperre. Oh nein, hier komme ich nie durch. Ja, ne? Oh, ich habe außersehen mein Skill gewechselt, ich Vollidiot, jetzt bin ich im Nahkampf. Boah, sehr. Frage mich, welcher Einbeinige will an dieser Straßensperre hängen bleiben? Ja, das ist es ja. Vor allem, dass noch ein Berg runter geht, ne? Ich würde sagen, bleiben wir noch in der Folge auf der Seite, weil wir haben noch eine Minute und zeigen, was auf der nächsten Seite kommt in der nächsten Folge. Nimm doch den Speer noch. The promise of adventure calls us north.
but it takes a fierce and wild heart to survive outside of this sacred realm. Join the Dark Force. When you're ready, you got cookies. Test yourself against the untamed spirits. The untamed spirits! You may have the challenges of the frontier. Entschuldigung, ich musste die alte gerade nachlabern. Das kam gerade mit so episch mit ihren Untamed Spirits. Echt? Ich stell mich an. Boah, jetzt bin ich rübergerollt. Entschuldigung. Das war doof. Das war richtig. Irgendwie läuft bei uns gar nichts glatt, ey. Ja. Ja, Leute. Abonnieren. Favorisieren. Favorisieren. Kommentieren. Teilen. Verbreiten. Mit deinen Nächsten wie dich selbst. Weiße Riese Megaperls. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Schnapp dir einen Snickers, Junge! Kommt wieder mal vorbei. Tschüss. Tschüss.